Das Thema lautet Genderismus oder Genderismus, je nachdem, ob man es Deutsch oder Englisch ausspricht, die gefährlichste Ideologie der Gegenwart. Und jetzt möchte ich euch, alle, die gekommen sind, herzlich begrüßen und zwar so ausnahmsweise systemkonform begrüßen, so wie es vielleicht bald üblich sein wird. Also ich begrüße euch jetzt dem System entsprechend und politisch korrekt. Liebe Damen und Herren, liebe androgyne Menschen, liebe Androgyne, liebe Bigender, liebe Weibliche, liebe Frau zu Mann, liebe Gender oder Gendervariabel, liebe Genderquer, liebe Intersexuelle, liebe Mann zu Frau, liebe weder noch, liebe Geschlechtslose, liebe Nicht-Binäre, liebe Pangender, liebe Pangeschlechter, liebe Trans, liebe Transweibliche, liebe Transmännliche, liebe Transmänner, liebe Transmenschen, liebe Transfrauen. Liebe Transsternchen, liebe Transsternchen Weibliche, liebe Transsternchen Männliche. Liebe Transsternchen Männer, liebe Transsternchen Menschen. Liebe Transsternchen Frauen, liebe Transfeminine. Liebe Transgender Weibliche, liebe Transgender Männliche, liebe Transgender Männer, liebe Transgender Menschen, liebe Transgender Frauen. Liebe Transmaskuline, liebe Transsexuelle, liebe weiblich Transsexuelle, liebe transsexuelle Männer, liebe transsexuelle Personen, liebe transsexuelle Frauen, liebe Intersternchen, liebe Intersternchen Weibliche, liebe Intersternchen Männliche, liebe Intersternchen Männer, liebe Intersternchen Frauen, liebe Intersternchen Menschen, liebe Intergender, liebe Intergeschlechtliche, liebe Zweigeschlechtliche, liebe Zwitter, liebe Hermaphroditen, liebe Two-Spirit drittes Geschlecht, liebe vierte Geschlechter, liebe XY-Frauen, liebe Butch, liebe Femme, liebe Drags, liebe Transvestiten und liebe Cross-Gender. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu diesem Vortrag über Genderismus heute Abend. Nun, wer dachte, das sei ein Witz? Das sind die 60 Geschlechter bei Facebook. Und mancher hat vielleicht innerlich gelacht und man fragt sich, was ist nur los? In Schweden haben mir jetzt Freunde aus unserer Gemeinde erzählt, die dort im Urlaub waren, da gibt es schon die Einheitstoilette, also da ist nicht mehr Männchen oder Frau drauf, Mann oder Frau, Männchen oder Frau, ja, Mann oder Frau, sondern einfach gar nichts mehr. Da geht dann jeder rein. Je nachdem, welches Geschlecht er hat, ist dann egal. In Deutschland werden bereits hunderte Gender-Lehrstühle an Universitäten vom Staat finanziert. In Norwegen dagegen wurden, wie man hört, die Zuschüsse für die Genderforschung gestrichen, nachdem ein bekannter Komiker namens Harald Eia in einem Film die wissenschaftliche Unhaltbarkeit der pseudobiologischen Behauptungen des Genderismus aufgedeckt hat. Er hat Wissenschaftler befragt, etwa in den USA, England, die gesagt haben, lässt sich gar nicht nachweisen, dass es so viele Geschlechter gibt. Ihr seht auch hier aufgelistet nochmal diese ganzen 60 Geschlechter bei Facebook. Also ich bin ein Mann, bloß dass keine Missverständnisse entstehen hier. Ja, ganz klar. Bin auch dankbar dafür, dass ich das genau weiß. Natürlich, liebe Anwesende, sage ich jetzt mal der Einfachheit halber, sollen Männer und Frauen bezüglich Wahlrecht und Berufen, weltlichen Berufen gleichberechtigt sein. Natürlich wollen wir auch Menschen seelsorgerlich helfen, möchte ich ganz klar betonen, die denken, sie hätten ein anderes Geschlecht als das, das Gott ihnen genetisch und biologisch zugeteilt hat. Wir wollen den Menschen helfen. Die sind oft total irritiert und innerlich in Not. Wir wollen sie nicht verurteilen oder diskriminieren, aber einfach als Christen die Liebe Jesu an sie weitergeben, aber ihnen auch sagen, dass in der Bibel sich das nicht findet. Das Einzige, was der Herr Jesus mal sagt in Matthäus 19, es gibt auch welche, die verschnitten sind, um des Himmelreichs willen oder sich selber verschnitten haben oder so geboren sind, wo gewisse Fehlbildungen sind. Die sogenannte Intersexualität ist ein gewisses Problem, aber auch da lässt sich letztendlich feststellen, dass es Mann oder Frau ist in der Genetik. Nun, die Gender-Ideologie will unsere Gesellschaft verändern, das steckt eigentlich dahinter. Sie stellt einen Kampf dar gegen die traditionelle Familie aus Vater, Mutter
Und wenn es Gott schenkt, auch Kindern. Ist nicht überall geschenkt, aber doch oftmals. Ein Kampf gegen Gott, der den Menschen als Mann oder Frau geschaffen hat. Und es ist damit eine endzeitliche Erscheinung. Jetzt kommen wir zu den Stellenanzeigen. Da können wir es einblenden. Gesucht wird zum Beispiel ein Sachbearbeiter und dann steht da nicht mehr MW, männlich-weiblich, sondern jetzt bestimmt auch in euren Zeitungen ein D. Was heißt dieses D? Das heißt nicht Donald Duck oder irgendwas, das heißt divers. Und da ordnet man praktisch mit diesem Oberbegriff alle 58 sogenannten weiteren Geschlechter ein, die es nach meinem Verständnis der Biologie und auch von der Bibel her gar nicht gibt. Ja, das ist reine Fantasie, um das gleich schon mal vorwegzunehmen. Aber jetzt steht überall auch divers. Ich habe gerade mal noch mal die Zeitung, bevor ich in die Schweiz fuhr, angeschaut, in Deutschland. Ich komme ja aus Deutschland, Süddeutschland. Und da steht tatsächlich in 3/4 der Stellenanzeigen schon MWD, auch bei kirchlichen Gemeinden. Und man sieht, dass hier ein vorauseilender Gehorsam erfolgt, wie es auch schon bei anderen Ideologien war in der Geschichte. Eine sehr bedenkliche Entwicklung, dass hier Kirchen, solche, die sich Christen nennen würden und die Bibel an sich kennen müssten, wenn sie sich nicht bibelkritisch relativieren, natürlich. Wenn sie die Bibel ernst nehmen würden, können sie nicht dieses D dahinter machen bei der Stellenanzeige. Aber es wird ja leider immer häufiger lesen. Einige Beispiele aus meinem Heimatland Deutschland. In Nordrhein-Westfalen war eine junge Mutter in einen Kindergarten gegangen, wollte ihr Kind dort anmelden und die Leiterin zeigte ihr den Kindergarten, war sehr freundlich und erklärte ihr plötzlich, das ist alles wirklich passiert. Übrigens, wir sind auf dem neuesten Stand. Bei uns werden Eltern nicht mehr als Vater und Mutter bezeichnet, sondern, was denkt ihr? Älter 1 und Älter 2, ist das ja auch so in der Schweiz? Älter 1 und Älter 2, also geschlechtsneutral. Außerdem, sagte sie, gibt es bei uns eine extra Kuschelecke, in der die Kinder gemeinsam ihre Geschlechtlichkeit entdecken können. Ja, wie toll, schon mit 2, 3, 4 Jahren sollen sie an den Genitalien des anderen herumspielen. Was ist das für eine Erziehung in Anführungsstrichen? Zur Schamlosigkeit, zur Hemmungslosigkeit? Widerspricht völlig dem Gebot in der Bibel, dass man jede Art von Unzucht meiden soll. Schon die Kinder werden herangeführt an diese Dinge. Nun, diese christliche Mutter, als sie das gehört hat, nahm sie ihr Kind und verabschiedete sich. Und es ist kein Wunder, dass immer mehr christliche Schulen und Kindergärten aus dem Boden sprießen. Auch viele Eltern, die aus der Welt sind, die vielleicht noch gar keine entschiedenen Christen sind, melden ihre Kinder zunehmend in christlichen Kindergärten, christlichen Schulen an, um sie vor diesen Dingen zu schützen. Ich bin auch im Trägerkreis einer christlichen Schule in Baden-Württemberg. Wir wollten die Schule gerne zweizügig machen, also mit erste Klasse nicht nur einmal, sondern zweimal und so weiter. Aber es geht nicht, weil wir zu wenig Lehrer und Lehrerinnen dafür gefunden haben. Aber der Bedarf ist da. Wir hätten 24 Kinder zusätzlich aufnehmen können in die erste Klasse, aber es fehlt an Lehrkräften. Also der Bedarf ist riesig in christlichen Schulen an Lehrern. Dann Deutschunterricht in einer staatlichen Schule. Die Schülerinnen und Schüler sollen Sätze zu verschiedenen Oberbegriffen zuordnen. Dem Oberbegriff Familie soll der Satz zugeordnet werden: Wir heißen Peter und Klaus und sind eine besondere Familie. Brauche ich dazu nichts weiter sagen. Weiteres Beispiel aus Baden-Württemberg. Ein christliches Ehepaar ist als Pflegeeltern beim Jugendamt gemeldet. Eines Tages lädt das Jugendamt, ich weiß nicht, wie das in Schweiz heißt, wahrscheinlich auch so, die Eltern zu einem Gespräch ein, also das Ehepaar. Die christlichen Pflegeeltern wundern sich, dass die Mitarbeiterin des Jugendamtes das Glaubensbekenntnis dieser freikirchlichen Gemeinde, unsere Gemeinde ist es in dem Fall gewesen, kann ich ja sagen, auf dem Tisch liegen hat. Und in dem Glaubensbekenntnis, das ich vor Jahren formuliert habe, heißt es, dass Gott den Menschen als Mann und Frau erschuf. Ganz klar biblisch belegt und an sich ganz einfach, wenn man die Bibel kennt. Bezug nehmend auf diese Aussage fragt die Beamtin, diese Pflegeeltern, wie stehen sie zur Homosexualität? Das ist offenbar überall inzwischen die wichtigste Frage, das ist komisch, ja? Die Christen antworten, die Bibel bezeichnet Homosexualität als Sünde, also ausgelebte Homosexualität.
Es gibt auch viele andere Sünden. Also wir wollen nicht auf dem Finger auf eine bestimmte Gruppe zeigen, aber auch das ist eine Form von Sünde, wenn das praktiziert wird. Daraufhin wird die Beamtin kreidebleich und erwidert, wenn Sie das so sehen, können wir mit Ihnen nicht mehr zusammenarbeiten und Ihnen keine Kinder mehr zur Pflege anvertrauen. Wirklich passiert. Dann haben die Eltern sich einen anderen Bezirk, einen anderen Gegend beworben. Dort wurde es erlaubt, aber in dieser Region, wo sie ursprünglich waren, hatten sie diese Antwort bekommen. Anstatt dass die sich gefreut hätten, dass eine christliche Erziehung diesen Kindern geben. Nicht? Das ist doch das Beste, was den Kindern passieren kann, wenn sie bei gläubigen Pflegeeltern oder Eltern aufwachsen dürfen. Dann nochmals Bundesland Nordrhein-Westfalen in Deutschland. Die Kinder einer christlichen Familie nehmen nicht am Sexualkundeunterricht an ihrer Schule teil, da in diesem Unterricht die Schamhaftigkeit nicht gewahrt wird. Ich weiß nicht, ihr habt auch den Lehrplan 21 oder wie der heißt in der Schweiz, so ähnlich. Ja. Daraufhin erhalten die Eltern eine Anzeige wegen Schulverweigerung, Schulschwänzen. Ist ja strafbar, ist ja eine Straftat, wissen wir doch alle, oder? Oder nicht? Und sie werden zur Zahlung einer Geldstrafe verurteilt. Manche bekommen sogar eine Gefängnisstrafe, wenn sie nicht diese Geldstrafe zahlen. Ja, und so passiert es auch. Die Eltern zahlen diese Strafe nicht, dass sie sagen, wir haben keine Straftat begangen. Dieser Unterricht war für unsere Kinder nicht zumutbar. Und dann werden sie zur Erzwingungshaft ins Gefängnis abgeholt. Mehrfach passiert in Deutschland. Heute aber wissen wir ja alle, dass Schulschwänzen inzwischen toleriert wird, aber nicht aus diesem Grund, sondern wenn man freitags zur Demonstration geht, Fridays for Future, wenn man aber jetzt mal sagen würde, Saturdays for Future, samstags für die Zukunft, dann würden wahrscheinlich nicht viele Schüler auf die Straßen gehen, weil ja, da ist sowieso keine Schule. Ne? Also das nur mal nebenbei bemerkt. Ich habe gestern über das Thema gesprochen, grüne Ideologie und die Klimadiskussion. Und ich habe auch gestern gesagt, möchte es auch jetzt sagen, Klima ist nicht das einzige Thema in dieser Wahl. Es wird nur groß draufgeschrieben, wer die Grünen wählt, der wählt noch viele andere Punkte mit, die völlig entgegen dem Umweltschutz und Lebensschutz stehen, etwa der Ungeborenen. Ja, das nur nebenbei. Ja, also diese Beispiele aus der Gender-Diskussion, um das mal ein bisschen praktisch zu veranschaulichen. Was ist nur los in Europa, in vielen anderen Staaten? Welcher Geist hat sich hier eingeschlichen? Wo stehen Christen in dieser Zeit und was kommt auf uns zu? Gender Mainstreaming, das möchten wir jetzt mal definieren. Übrigens, Mainstream heißt ja Hauptstrom. Das heißt, es soll der Hauptstrom in der Gesellschaft werden, der alles bestimmt. Und das ist ein typisches Kennzeichen von Ideologien, von Weltanschauungen, die praktisch alles beherrschen wollen. Genderismus, Englisch Gender, von Lateinisch Genus, das Geschlecht. Deshalb kann man auch Deutsch das auch Genderismus ausdrücken, ist egal, wie er es formuliert. Also Gender oder Genderismus ist der vom radikalen Feminismus und Neomarxismus angestoßene selbstüberhebliche Versuch, das Geschlecht selber zu bestimmen, mit allen Folgen von der Veränderung der Kleidung bis hin zur operativen Geschlechtsumwandlung. Also es fängt erstmal mit dieser Transvestitenkleidung an, dass man die Männer sich als Frauen und Frauen als Männer anziehen, aber es geht dann auch hin bis zur Geschlechtsumwandlung, dass man sich praktisch verstümmeln lässt, ja? Nicht so sich annimmt, wie Gott einen geschaffen hat. Und der radikale Feminismus ist ja zu unterscheiden vom gemäßigten Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts, wo auch christliche Frauen das Wahlrecht für Frauen gefordert hatten, gleiche Arbeitsbedingungen, gleichen Lohn, das ist alles in Ordnung. Ja? Aber der radikale Feminismus, der fordert das Recht auf totale Abtreibung, also Tötung des Kindes im Mutterleib, inzwischen sogar bis zur Geburt, etwa bei den Grünen in Deutschland. Und auch eben die absolute Selbstbestimmung in jeder Hinsicht und eben auch diese lesbischen und homosexuellen Beziehungen. Ja, das nächste Bild bitte. Wir haben die Regenbogenfamilien in Schulen Unterricht, das ist zum Beispiel hier herausgenommen aus der Stadt Köln. Köln ist ja auch Vorreiter in dieser Richtung. Regenbogenfamilien in Schulen Unterricht, wo alle möglichen Varianten gezeigt werden. Oben sehen wir sogar noch oben links die traditionelle Familie mit Vater, Mutter, Kindern.
Dann sehen wir eine sogenannte Familie mit zwei Männern, einer Frau und zwei Kindern. Dann zwei Männer mit zwei Kindern, dann irgendwelche so geschlechtsvermischte Transsexuelle mit Kindern. Und dann, ja, um das ein bisschen zu relativieren, hat man auch ihren Rollstuhl jemand noch abgebildet. Und ja, und alle möglichen Arten von sogenannten Geschlechtern, die hier Familien bilden würden. Nächstes Bild. Wir erleben hier die Auflösung aller Werte. Wir stehen ja in der Ideologie des Postmodernismus. Ich weiß noch, als ich jung war, so in meiner Schüler- und Studentenzeit, das war in den 60er, 70er, 80er Jahren, da hat man noch gekämpft. Ja, da gab es wirklich Diskussionen, so auch harte Auseinandersetzungen. Das war so dieses modernistische Zeitalter. Und dann irgendwann kam der Postmodernismus, wo man gesagt hat, es gibt keine festen Werte mehr. Alles ist so am Fließen, alles ist relativ. Und da leben wir heute in dieser Zeit. Auch die Geschlechter sind am Fließen, alles löst sich auf. Gott, ja, du kannst ja an Jesus glauben, ich glaube an meinen Buddha, du an Allah und so weiter. Es wird auch gar nicht mehr viel gestritten. Außer wenn jemand sagt, Jesus ist der einzige Weg zum Vater, so wie es in der Bibel steht, Johannes 14, Vers 6. Oder wenn jemand sagt, die Ehe besteht nur zwischen einem Mann und einer Frau. Dann ist man plötzlich Außenseiter. Nicht? Und das ist diese postmoderne Philosophie, die praktisch alles relativiert. Der postmoderne oder auch antichristliche Zeitgeist sagt, Gott ist tot. Es gibt keine festen Werte und Autoritäten. Alles ist ein Produkt des Zufalls und der Evolution. Die Evolutionshypothese von Darwin hat hier sehr viel Schaden angerichtet. In jeder Hinsicht. Auch schon in Form des Dritten Reiches mit dem Sozialdarwinismus, der Auslese der Stärksten und Überlebensfähigsten. Aber auch heute, dass man so viele Kinder im Mutterleib tötet, ist auch ein Produkt der Evolutionshypothese. Wenn gesagt wird, das Ungeborene, das sei nur eine Art Zellklumpen, ja, der sich dann über verschiedene Tierstufen entwickelt, dieses Haeckelsche biogenetische Grundgesetz. Aber das ist widerlegt, Professor Blechschmidt hat das sehr gut widerlegt und hat gesagt, es sind verschiedene Entwicklungsstufen im menschlichen Organismus. Keine Tierkiemen oder Schwänze oder was der Embryo hat, sondern das sind Entwicklungsstufen, aber innerhalb der menschlichen Entwicklung. Es ist immer ein Mensch und zwar von der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle an, das ungeborene Kind. Aber weiter wird gesagt, in dieser Auflösung aller Werte, der Mensch bestimmt selber seine Identität, also ob ich Mann, Frau oder sonst was sein möchte, das bestimme ich jetzt selber. Ich nehme mich nicht mehr so an, wie Gott mich geschaffen hat. Das ist auch postmodern. Die Unterschiede zwischen Mann und Frau sind fließend. Kinder sollen schon ihr Geschlecht selber wählen. Und sie sind anti-autoritär zu erziehen, ohne dass man ihnen hilfreiche Grenzen setzt. Weil in ihnen ja das Gute stecken würde, wird behauptet. Aber wir wissen ja in 1. Mose 8, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf, nicht von Natur aus gut. Es ist ein Generalangriff auf die Seelen unserer Kinder im Gange. Sie sollen dem Elternhaus entzogen und Einflüssen einer Umerziehung ausgesetzt werden, die sich Eltern nicht im Traum vorstellen können. Der Hintergrund liegt in der neomarxistischen Reformpädagogik der Frankfurter Schule in Verbindung mit den Bewegungen des Radikalfeminismus und Genderismus. Die neomarxistische Reformpädagogik wurde von den Vordenkern des philosophischen Systems der Frankfurter Schule entwickelt. Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse und Jürgen Habermas. Habermas lebt noch und wurde jetzt kürzlich wieder geehrt für sein Lebenswerk. Und diese gottlose Ideologie wurde und wird massiv ausgebreitet, hat bisher überall den Marsch durch Institutionen angetreten und in Siegerungen, in Regierungen, in Gerichten, in journalistischen Redaktionen und auch in Kirchenleitungen. Die Frankfurter Schule betreibt einen massiven Angriff auf Gott und seine guten Ordnungen. Ihr Hauptziel ist es, alle überlieferten Werte und Autoritäten, insbesondere biblisch-christliche Werte, zu hinterfragen und abzuschaffen. Die Autorität Gottes, die Autorität eines intakten Elternhauses mit Vater und Mutter, die Autorität verantwortungsbewusster Lehrer und Erzieher und so weiter. An ihre Stelle sollen sozialistische, also gleichmacherische
Umerzieher oder Veränderungsagenten reden, vor allem auch in den Schulen, Kindergärten, Hochschulen, Fernsehen, Medien und so weiter. Zu diesem Zweck sollen Kinder möglichst früh ihren Eltern entfremdet und in Krippenplätze gesteckt werden, damit das Elternhaus, das vielleicht sogar noch christlich ist, möglichst keinen Einfluss mehr auf die Kinder ausüben kann. Und man will, wie schon erwähnt, an den Beispielen den Kindern von frühester Kindheit an angebliche sexuelle Bedürfnisse aufzeigen. Die traditionelle Familie soll zerstört werden und durch alle möglichen Arten von sogenannten alternativen Lebensformen, die die Bibel als Sünde bezeichnet, ersetzt werden. Diese antiautoritäre Erziehung allerdings, wo gesagt wird, die Kinder sollen einfach sich frei ausleben, die musste scheitern, weil der Mensch eben die Grenzen braucht. Wenn die Kinder keine guten biblischen oder biblisch orientierten Grenzen gezogen bekommen, dann stürzen sie früher oder später in Chaos, in Verzweiflung, in Depression und auch in das Drogenelend, das wir heute erleben. Es ist kein Zufall, dass die Grünen, die gerade Vorreiter sind in dieser Richtung, auch die Freigabe der Drogen fordern und auch andere Dinge, die in diese Richtung passen. Zum Beispiel Kinderräte, Ausreißer, Selbsthilfegruppen und was auch immer. Vor allem soll die Autorität Gottes und seiner Vertreter in Kirchen untergraben werden, was auch in vielen Kirchen schon erreicht wurde, indem solche Leute, die an sich gar nicht wirklich gläubig sind, sondern einfach die Gesellschaft verändern wollen, Theologie studieren und in die Pfarrämter kommen, zunehmend auch bei Freikirchen, die dann einfach Veränderungsprogramme, pragmatische Programme, sozialistische Programme, Umweltschutzprogramme, all diese Dinge als Ziel haben, aber nicht die Rettung der Seelen als primäres oder überhaupt als Ziel. Leider gibt es eine zunehmende Zahl solcher Pastoren und Pastorinnen. Und natürlich die Medien. Hier erfüllt sich vor unseren Augen, was die Bibel für die Endzeit vorausgesagt hat, nämlich dass der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Anomia, letztendlich der Antichrist mit seinen Vorläufern, sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Er setzt sich über die Gebote Gottes hinweg, aber das wird scheitern, das ist Sünde und der Mensch, der ohne Gott leben will, er kommt letztendlich in Bindungen hinein, die seine wirkliche Freiheit, die er nur in der Befreiung durch Jesus hat, seine Freiheit zerstören. Und jemand, der nicht zu Jesus gehört, der nicht gerettet ist durch das Kreuzesopfer unseres Herrn Jesus am Kreuz auf Golgatha, der ist automatisch noch unter der Macht Satans. Es gibt keine Neutralität. Wenn jemand hier sein sollte, der sagt, ja, ich bin kein Christ, aber ich bin ja auch kein Antichrist, dann muss ich sagen, wenn du kein Christ bist, keine lebendige Beziehung zu Jesus Christus hast, bist du immer noch auf der Seite des Satans, wo wir von Natur aus stehen, durch unsere Erbsünde her von Adam und Eva, ist der Mensch von Natur aus unter die Sünde, unter die Macht Satans versklavt. Nur wenn man bewusst Jesus Christus ins Herz aufnimmt, sein Leben ihm schenkt, das Opfer am Kreuz auf Golgatha annimmt, wo wir gereinigt werden durch das Blut Jesu Christi und in der Kraft seiner Auferstehung leben, in der Nachfolge Jesu, nur dann sind wir gerettet, werden in den Himmel kommen und sind wirklich Kinder Gottes. Sonst sind wir nur Geschöpfe Gottes. Aber Kind Gottes wirst du nur, wenn du Jesus in dein Herz aufgenommen hast. Nun das nächste Bild. Die amerikanische Autorin Janet Folger hat bereits im Jahr 2005 in den USA ein Buch veröffentlicht mit dem Titel The Criminalization of Christianity. Ihr seht es da unten. Die Kriminalisierung der Christenheit. Untertitel Read this before it becomes illegal. Lest das, bevor es illegal oder ungesetzlich oder verboten wird. Sie schreibt darin, das letztendliche Ziel der homosexuellen Bewegung ist die Kriminalisierung des Christentums. Das heißt, uns Christen ins Gefängnis zu bringen. Aber liebe Freunde, ich möchte einmal Folgendes sagen. Das sind an sich nicht die Menschen, die homosexuell empfinden, die das machen in der überwiegenden Zahl, sondern es sind Agenten, die im Hintergrund arbeiten und diese Bewegung vorschieben. Ja, das will ich auch mal zur Ehrenrettung der Menschen sagen, die hier auch vor den Karren gespannt werden. Natürlich gibt es auch Homosexuelle und andere, die da aktiv sind, aber nicht jeder, der so empfindet, der in dieser, sage ich mal, Fehlprägung ist, wahrscheinlich in der Kindheit entstanden durch schlechte Erfahrungen im Elternhaus. Die sind nicht alle jetzt da aktiv in dieser Richtung.
Und wir wollen denen auch seelsorgerlich helfen. Auf Seite 82 und 83 ihres Buches veröffentlicht Janet Folger die sogenannte homosexuellen Agenda, also die Handlungsanweisung, die bereits am 25. April 1993 bei einem Gay Pride March, also schwulen Stolzmarsch auf Deutsch, in Washington D.C. ganz offiziell verabschiedet wurde und heute mit Wucht umgesetzt wird. Wir können es einfach mal lesen. Erstens, alle Sodomiegesetze sollen aufgehoben und alle Formen von sexueller Ausdrucksweise, einheitlich Pädophilie, also Kindesmissbrauch, legalisiert werden. Zweitens, die Verteidigungshaushaltsgelder sollen umgewandelt werden, um AIDS-Patienten medizinische Versorgung zu ermöglichen und um Geschlechtsumwandlungsoperationen vorzunehmen. Drittens, die gleichgeschlechtliche Ehe und Adoption soll legalisiert werden. Viertens, homosexuelle Erziehungsprogramme sollen auf allen Ebenen der Erziehung, einschließlich Grundschulen, eingeführt oder angeboten werden. Das ist inzwischen schon weitgehend der Fall in vielen Staaten. Fünftens, Verhütungs- und Abtreibungsdienste sollen verfügbar gemacht werden für alle Personen, unabhängig vom Alter, als auch für Minderjährige. Sechstens, Steuerzahlermittel sollen eingesetzt werden für künstliche Besamung von Lesben und Bisexuellen. Und siebtens, das ist jetzt besonders bedenklich und gefährlich auch, gerade für uns Christen, religiös begründete Äußerungen bezüglich Homosexualität sollen verboten werden. Man fragt sich, wird dann auch die Bibel, die Heilige Schrift, verboten? Das ist die letzte Konsequenz. Ja, dann das Nächste. Was sagt Gott dazu? Damit ihr einfach einmal vor Augen habt, was die Bibel sagt, ein paar Zitate. Das Wesen des Menschen gemäß der Bibel ist definiert im Schöpfungsbericht 1. Mose 1, Verse 26 bis 28. Gott sprach, lasset uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich, die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels, über das Vieh, die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, also nach seinem Ebenbild. Im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau, schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde, macht sie euch untertan und so weiter. Nun, jetzt muss ich mal so noch ein Argument bringen. Jemand, der die Bibel noch nie gelesen hat, der müsste ja auch überlegen, was ist die Lebensform, die denn die Menschheit überhaupt ermöglicht hat. Ja? Nur die Ehe zwischen Mann und Frau, weil nur dadurch Kinder hervorgehen, auf natürliche Weise. Von der künstlichen Befruchtung wollen wir jetzt gar nicht reden, sowas gab es früher gar nicht. Wir haben schon längst ausgestorben oder gar nicht da. Und darüber möchte ich jetzt auch nicht diskutieren, ob das jetzt richtig oder falsch ist, aber ganz klar, jeder denkende Mensch muss sagen, Mann und Frau, das gibt eine Ehe, das sieht man auch allein schon an den Organen, ja, die sich genau ergänzen und so weiter. Das möchte ich jetzt nicht weiter erklären, ist klar. Aber als Mann und Frau schuf er sie. Und alles andere ist unnatürlich oder wieder natürlich. Deshalb steht auch im Römerbrief Kapitel 1, sie haben den natürlichen Verkehr mit der Frau vertauscht in den widernatürlichen, genauso umgekehrt den Verkehr des Mannes mit der Frau, also auch vertauscht. Und sie haben Mann mit Mann Schande getrieben und Frau mit Frau Schande getrieben. Ich fasse jetzt zusammen, was wir im Römerbrief Kapitel 1 zum Beispiel nachlesen können. Das kann man nicht irgendwie zeitbedingt relativieren, was da steht. Denn es wird mit der Schöpfungsordnung begründet. Es hängt mit der Schöpfung Gottes zusammen, die eindeutig für alle Zeit besteht. Wir sind Geschöpfe Gottes und sollen gemäß seiner Schöpfung auch leben und wandeln. Auch in der Sexualität. Nächstes. Auch die Bibel sagt ganz klar im Epheserbrief Kapitel 6, jetzt bezüglich der Kinder, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, damit dir es wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Zucht ist das Gegenteil von Sucht übrigens. Ja, wer die Kinder nicht in einer guten Weise auch in Grenzen verweist, das heißt züchtigen, ihnen die richtigen Grenzen setzen, der treibt sie in die Sucht. Also ohne biblische Zucht kommt irgendwann die Sucht. In irgendwelchen Bindungen.
Gottes Wort sagt, zusammengefasst, Kinder sind eine Gabe Gottes, des Herrn. Kinder haben Vater und Mutter als Eltern, keine Homosexuelle oder keine Zwitter oder irgendwas, sondern Vater und Mutter, Mann und Frau. Kinder sollen ihren Eltern gehorchen. Eltern haben das Recht und die Pflicht, ihre Kinder zu erziehen. Der Staat darf dann nur ganz sekundär tätig werden, wenn die Eltern versagen, aber nur dann. Und sie sollen sie in der Zucht und Ermahnung Gottes erziehen. Nächstes. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, sind die heutigen Zeitentwicklungen prophetisch vorausgesagt. Ich werde es nicht alles lesen aus Zeitgründen, aber da stehen zum Beispiel einige Kennzeichen genannt. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig. Und jetzt nur mal das Fettgedruckte, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Da steht dann den Eltern ungehorsam, antiautoritäre Welle, die wir hatten durch die 68er-Bewegung. Und dann weiter heißt es, das Fettgedruckte jetzt nur, zuchtlos, wild, dem Guten feind. Sie lieben die Wollust oder das Vergnügen, wird auch übersetzt, mehr als Gott. Weiter unten steht, sie sind immer auf neue Lehren aus und kommen nie zur Erkenntnis der Wahrheit, etwa in der Mitte hier des Bildes. Das heißt, das ist geradezu die neomarxistische Ideologie eines Habermas, wo die endlose Diskussion betrieben wird, aber man nie zu einer absoluten Wahrheit kommt. Nicht? Das ist alles prophetisch im Wort Gottes vorausgesagt, sehr interessant. Und diese postmoderne Beliebigkeit haben wir heute. Aber Gott wusste das schon, hat schon seinem Apostel Paulus vor 2000 Jahren eingegeben. Ja, das nächste bitte. Erzbischof Janis Vanags, ich kenne ihn persönlich, wir waren mehrfach in Lettland zu Vortragsreisen, auch in seiner Kirche in Riga. Der hat Folgendes gesagt. Ich erinnere mich, dass ich als Kind etwas von einem Staat las, in dem die Hunde mit Polizeimethoden gezwungen wurden zu miauen und die Katzen gezwungen wurden zu bellen. Doch ich habe bis heute gedacht, dass solche Vorkommnisse in das Reich der Fabeln und Fantasien gehören. Dennoch scheint es, dass ich mich geirrt habe. Bisher war es der Welt halbwegs klar, dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat und dass der Mann nicht dasselbe ist wie die Frau und die Frau nicht dasselbe wie der Mann. Seit einigen Jahrzehnten behauptet eine der größten Bewegungen, sowohl in der Welt als auch in der Kirche, das Gegenteil und ist mit allen Mitteln bemüht, ihre Ansicht in das Bett des Prokrustes zu zwingen. Das heißt, durchzusetzen. Ja, ihr wisst, denke ich, was da gemeint ist. Ja, bitte weiter. Jetzt muss ich noch etwas Wissenschaftliches natürlich auch bringen. Bevor ich auf Professor Spreng eingehe, noch ein Hinweis. Wir haben ja gehört, Genderismus ist der vom radikalen Feminismus und Neomarxismus angestoßene Versuch, das Geschlecht selber zu bestimmen. Im Unterschied zum biologischen Geschlecht, Sexus wird hier Genus als Art, die man selber festlegt, definiert. Dieser Begriff Genderismus wurde zunächst für Intersexuelle eingeführt, die bei der Geburt nicht immer gleich identifizierbar waren, ob es Männlein oder Weiblein wird. Und ausgehend von dieser Beobachtung entwickelte schon in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts der US-amerikanische Psychologe John Money wie Geld, also Nomen ist Omen, die Theorie, dass das Geschlecht eines Menschen nicht vom Schöpfer gegeben sei, sondern erst mit etwa 3 Jahren entwickelt sei. Und nicht nur bei Intersexuellen, sondern überhaupt bei jedem Menschen. Bis 3 Jahre kann man immer noch festlegen, durch Operationen und so weiter, ob es ein Büblein oder Mädlein wird, wie man früher gesagt hat. Und dann hat dieser Money, dieser Geld, heißt er ja auf Deutsch, Geldmann oder Geldprofessor, mehrere Menschenexperimente, die ja viel Geld kosteten, durchgeführt. 1966 zum Beispiel versuchte er, den wegen einer missglückten Genitalbeschneidung verstümmelten Jungen Bruce Reimer zu einem Mädchen namens Brenda umzuwandeln. Er ließ diesen Jungen kastrieren, da hatte er also ein Geschlechtsteil, aber es ließ er abschneiden, überschwemmte ihn mit weiblichen Hormonen und steckte ihn in Mädchenkleider. Als Bruce 14 Jahre alt war, erfuhr dieser Junge davon, er hat dann erst kapiert, was mit ihm gemacht wurde, und versuchte verzweifelt, diese Umwandlung rückgängig zu machen. Ist also doch ein Junge, ja, und konnte es aber nicht mehr sein. Wie schrecklich, gerade in der Pubertät, müsst ihr euch vorstellen. Und schließlich nahm er sich dann später, im Jahr 2004, das Leben. Das war das traurige Ende dieses Vorzeigeexperiments des Money-Professors.
Andere von Mannis Opfern schlossen sich zu Selbsthilfegruppen zusammen, weil sie es seelisch nicht mehr verkraften konnten. Das lässt sich sogar nachlesen in der Wikipedia, in dem Artikel Gender in Wikipedia, da habe ich das raus. Ja. Dann jetzt aber einiges Wissenschaftliche dazu. Professor Dr. Manfred Spreng, er ist Professor für Physiologie und Biokybernetik, also die Körperbeschaffenheit und die Steuerung von Lebensprozessen im Körper. Er hat in seinen Studien die grundlegenden anatomischen, also körperlichen, hormonellen und neurophysiologischen Unterschiede zwischen Mann und Frau aufgezeigt. Neurophysiologie betrifft also Gehirn, Nerven und die Wesensart, die damit zusammenhängt. Und als einige Beispiele beschreibt er das unterschiedliche Volumen des Gehirnkerngebiets. Der Mann hat ca. 0,27 Kubikmillimeter, die Frau ca. 0,12 Kubikmillimeter. Die unterschiedliche Neuronenanzahl, Mann hat ca. 35.000, die Frau ca. 20.000. Ein geringerer Langsamwellenschlaf bei der Frau und häufiger Schlafstörungen als bei Männern, natürlich im Durchschnitt, ja klar. Stärkere Vernetzung der beiden Hirnhälften bei der Frau, das gleicht dann die anderen Dinge wieder aus, was wir mit dem Gehirn gehört haben. In der Regel eine bessere Sprachbegabung bei Frauen und bessere mathematische Begabung bei Männern. Ist bei meiner Frau und bei mir ist es allerdings umgekehrt. Also es gibt auch Ausnahmen. Mathematik habe ich früh abgewählt. Aber in der Regel ist es schon meistens so. Im Französischkurs zum Beispiel war ich der einzige männliche Schüler damals im Gymnasium. Das war schon interessant. Die anderen haben alle Technik gewählt. Dann Angst von Kleinkindern bei Fehlen der Mutter, viel mehr als beim Fehlen des Vaters. Das sind so Erfahrungen. Und natürlich ganz abgesehen von den primären Geschlechtsmerkmalen, nicht? Die Brust und die Genitalien und so weiter. Also die Schöpfung lässt sich nicht manipulieren durch den Menschen. Der Mensch ist aufgerufen, sich dankbar so anzunehmen, wie Gott, der uns ja lieb hat, geschaffen hat. Es ist doch wunderbar, wenn ein Mensch sich annehmen kann, so wie Gott uns geschaffen hat. Aus biblischer Sicht ist Gender Mainstreaming Sünde und zum Scheitern verurteilt. Da der Mensch nicht wirklich sein ihm von Gott gegebenes Geschlecht verändern kann. Er lehnt sich gegen seinen Schöpfer auf, muss dabei aber scheitern. Der Pädagoge Gerhard K. Ulrichs von der Initiative für bibeltreue Hochschulen hat in einem Aufsatz Hände weg von unseren Kindern Folgendes geschrieben. Er sagt, Gender-Ideologie, sprechen Sie dieses Fremdwort getrost deutsch aus, Gender-Ideologie. Unter Gender sollen wir ein gefühltes soziales Geschlecht verstehen, wofür sich jeder frei entscheiden soll. Die angeblich anerzogenen Geschlechterrollen will man zur Geschlechtergleichheit nivellieren. In dieser ehe- und familienfeindlichen Ideologie mischen sich egalitäre, also gleichmacherische, atheistische, marxistische, neomarxistische und feministische Ideen. Es geht, wenn Sie es biblisch benennen wollen, nicht um Freiheit im biblischen Sinn, sondern um Zügellosigkeit. Es geht um heidnische, schöpfungswidrige Unzucht. Mainstreaming, ein Tarnwort, das vom englischen Zeitwort to mainstream abzuleiten ist. Dazu schreibt Gerhard K. Ulrichs, zum Hauptstrom machen, das heißt durchsetzen. Der Genderismus bietet also zugleich eine Durchsetzungsstrategie. Er hat bei geheimen Abstimmungen in Volksvertretungen oder bei fairen Volksentscheiden keine Chance. Weil die Leute das überhaupt nicht realisieren können. Das ist ja so abersinnig, ja? Wir haben es ja schon gemerkt. Also versucht er, schreibt Ulrichs weiter, sich auf undemokratischen Wegen durchzusetzen. A, durch intensive Lobbyarbeit, besonders in den Vereinten Nationen, darauf komme ich nach der Pause gleich noch zurück, und in der Europäischen Union, aber auch zum Beispiel in den EKD-Kirchenleitungen und Synoden. B, durch besonders entchristlichte Berufsgruppen, wie politisch korrekte Journalisten, politisch korrekte Fernsehkommentatoren, politisch korrekte Talkmaster, politisch korrekte Filmer und etliche politisch korrekte Künstler. Und C, durch verborgene Trendsetzer, welche die Auswahl von Themen und Kampagnen festlegen und koordinieren und das Hoheitsrecht beanspruchen, Begriffe zu bewerten und zu definieren. Machtergreifung durch Sprachregelungen, die unser Denken regeln sollen. Zum Beispiel, soweit das Zitat, der Begriff Homophobie wurde eingeführt, um Menschen zu diskriminieren, die sagen,
Ausgelebte Homosexualität ist von Gott her nicht richtig. Die Bibel beurteilt es als Sünde. Das wird als homophob eingestuft, ähnlich wie auch islamophob oder sonst etwas. Aber von Christophobie spricht jetzt keiner. Ja? Auch wir werden diskriminiert. Aber das ist bisher kein Thema in der öffentlichen Debatte. Ja, jetzt möchte ich euch, ich schlage vor, weil es jetzt sehr viel schon war und wir haben noch einiges, das war, nachdem ich jetzt nur ein paar Zitate gebracht habe, eine Pause machen, auch mit der Aufnahme und dann nach der Pause weitermachen. Ich denke, es ist unser aller Sinn. Aber vor der Pause möchte ich euch noch etwas vorlesen, ein Zitat aus der Zeitschrift Deutsche Sprachwelt, Ausgabe 75 vom Frühling 2019. Samson bittet zum Genderkurs. Von unserem Sprachwahrer Horst Samson. Diese Zeitung kriege ich seit einiger Zeit unaufgefordert zugeschickt, aber es sind manchmal ganz interessante Artikel drin über die Veränderung der Sprache. Und jede Ideologie bedient sich ja der Sprache, um Einfluss zu gewinnen. Das möchte ich jetzt durch diese etwas lustige Parodie auf die Gendersprache vor der Pause uns mal deutlich machen. Er schreibt hier und er parodiert es jetzt. Ja. Liebe Kolleg Sterninnen. Also Sternchen drin, müsst ihr euch vorstellen, Kolleg, Sternchen innen. Wir bitten zum Genderkurs. Liebe Grüninnen und Grüne und divers Grünende sowie Hannoveranierende, also in Hannover ist besonders schlimm, deshalb Hannoveranierende. Der Genderstern hat sich in ihrer problembelasteten Stadt zum Genderstar entwickelt. Pardon, verwickelt. Holt ihn am besten hier raus, würde man der diversen Schar und dem Bürgermeister Sternchen innen denn gerne zurufen. Aber geschehen ist passiert. Jetzt muss nur noch beobachtet werden, ob das in Hannover, also in Hannover-Sie oder Hannover-Es, hinten ist ja er bei Hannover, also Sie oder Es, muss ja dann auch ergänzt werden, erfundene Redepult jetzt auch wirklich selber redet oder ob es nur so tut. Und wenn ja, in deutscher Sprache oder nur in diversen, also in welcher Sprache, tutet es? Liebe Kolleg Sterninnen, oder nicht doch korrekt, so dann liebe Kolleg Stern in Stern N. Und was machen wir mit Patient Stern in Stern N, Anwalt Stern Welt Sternchen in Sternchen N? Also das Wort soll heißen Patienten Anwältinnen. Da hat er vier Sterne eingefügt hier. Wann geht euch Genderianer Sternchen in Sternchen N, also Genderianerinnen, ein Stern auf, dass ihr die Sprache bis zum geht nicht mehr verhunzt? Also auch der Duden soll übrigens umgeschrieben werden, ja, das nur nebenbei. Ihr wollt den Sündenbock dann sicher auch zur Sündengeiß machen und den Wasserhahn zur Wasserhenne. Habt ihr heute schon eure Wasserhenne aufgedreht? Das kann doch kein Sternchen Mensch. Ich komme schon ganz durcheinander. Das kann doch keine, also keine soll es heißen, aber kein Sternchen E, Mensch, Sternchen in, Menschin, mehr ertragen. Entschuldigung, sie tragen, vielleicht er, sie, es tragen. Also ertragen darf man auch nicht mehr sagen, ist ja nur männlich. Also sie tragen, er, sie, es tragen. Schöne Parodie, ja. Werte Verrücktinnen und Verrückte, macht nur so weiter. Jetzt schlage ich vor, wir machen eine Pause bis 9 Uhr und dann machen wir weiter. Ja, liebe Anwesende, wir kommen jetzt zum zweiten Teil nach der kurzen Pause und wir machen weiter jetzt mit der politischen Dimension bzw. politischen Verankerung von Gender Mainstreaming. Ihr seht hier die Stationen, aber es fing schon 10 Jahre früher an, nämlich 1985. Auf der dritten UN-Weltfrauenkonferenz in Nairobi wurde erstmals über diese Thematik diskutiert, vorher nie in der Menschheitsgeschichte wirklich diskutiert. Interessant, dass man das so viele Jahrtausende nicht gekannt hat, aber jetzt plötzlich wird über solche Fragen diskutiert. Und 10 Jahre später, 1995, das steht jetzt hier auf der vierten Weltfrauenkonferenz in Peking, wurde bereits der Genderismus, die Vielfalt dieser Geschlechter, dieser, sagen wir mal, erfundenen Geschlechter, propagiert. Interessant ist übrigens auch, wie es zur Abstimmung kam. Man wusste ja, dass die Delegierten aus Afrika und den fernasiatischen Ländern, dass die konservativer sind. Man hat die Debatten so lange hinausgezogen, dass viele von diesen heimreisen mussten, weil sie das Hotel nicht mehr bezahlen konnten. Und dann waren die Länder weitgehend unter sich, die sowieso schon liberalisiert sind. Und die haben dann mit Mehrheit für dieses Programm gestimmt.
So läuft es oft in der Politik ab, ja. Nicht so ganz sauber, aber so ist es eben leider in dieser gefallenen Welt. Und dann wurde Gender Mainstreaming, ist ja, es klingt ja manches Mal wie ein Witz, aber es wird sehr ernst genommen in der Politik inzwischen. Es wurde Basis des Amsterdamer Vertrags der Europäischen Union 1997-98 und es wurde auch Basis im Lissabonner Vertrag der Europäischen Union im Jahr 2009. Es wird propagiert durch Ministerien, etwa in Deutschland für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und ich denke, in anderen Ländern ist es ähnlich. Und auch in Bildungsplänen für Kindergärten und Schulen. Und natürlich durch die Medien und durch neue Filmserien und Filme, wo fast überall irgendwelche komischen Pärchen vorkommen, die man nicht so aus den traditionellen Geschlechterrollen kennt. Das ist ein Gewöhnungseffekt, der ganz gezielt gesteuert wird, auch von Hollywood zum Beispiel. Nun, die Gender-Ideologie wird inzwischen also von höchster politischer Stelle, UNO und EU, gefördert und ist sogar einer der Grundwerte der Europäischen Union geworden. Für das Kreuz hat man keinen Platz, für Gott hat man keinen Platz im Lissabonner Reformvertrag. Aber, ja, ich lese mal Artikel 2 dieses Lissabonner Vertrags vor, was da unter der Überschrift Werte der Europäischen Union geschrieben steht. Ich zitiere. Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte, einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich auszeichnet durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und, jetzt kommt's, die Gleichheit von Frauen und Männern. Klingt zunächst alles sehr gut, aber man muss genau dazwischen hören, was da gemeint ist. Wir finden hier die Philosophie der Aufklärung. Eine absolute Wahrheit, eine Offenbarung Gottes gibt es nicht. Die absolute Wahrheit wird aufgelöst durch beliebige Vielfalt, das nennt man Pluralismus, und einen falschen Toleranzbegriff, nämlich relativierende Sachtoleranz im Unterschied zur Personentoleranz. Und das ist mit freimaurerischer Handschrift geschrieben, unter anderem von Valéry Giscard d'Estaing und anderen Hochgrad-Freimaurern. Auch der schöpfungsgemäße Unterschied der Geschlechter wird beseitigt. Die Rede ist nicht von Gleichberechtigung von Männern und Frauen, sondern von der Gleichheit von Frauen und Männern. Das ist Sozialismus pur auf die Geschlechter übertragen. Es wird nicht mehr der Unterschied im Wesen erkannt und akzeptiert, sondern es behauptet, es ist alles gleich. Aber ihr wisst ja, im Sozialismus oder Kommunismus, da gibt es welche, die sind gleicher als die anderen, die dann wieder das Sagen und die Macht haben. Einige von euch haben es erlebt. Die sind gleicher als die anderen, die bestimmen dann über das Schicksal der anderen Masse, die dann wirklich gleich gemacht werden soll. Ja, und dann wird diese Ideologie von der Politik herkommend, wir haben es unten stehen, in Kindergärten und Schulen hineingebracht. Und da wachen erst jetzt Leute und Eltern auf, die merken, was passiert da mit unseren Kindern. Es werden zum Beispiel Filme gezeigt in Schulen. Zum Beispiel, einer heißt von Lukas zu Luz. Da heißt es über den Inhalt, Luz wurde als Lukas geboren, als ein Junge. Aber in seiner Vorstellung ist er ein Mädchen. Was nun? Wie wird man ein Mädchen und wie fühlt es sich an, immer noch ein Junge zu sein? Darf man in die Mädchenumkleidekabine oder muss man sich den Jungen anschließen? Was ist, wenn man schwimmen geht? Luz zeigt und erklärt uns alles, indem sie, jetzt heißt schon sie, obwohl es ein Junge ist, indem sie die Fragen ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler beantwortet. Oder ein anderer Film, Dennis Parade. Danny ist 14 Jahre alt und schwul. Weil das Leben einsam und schwer für einen schwulen Teenager wie ihn ist, entscheidet Danny sich, an der jährlichen Amsterdamer Gay Canal Parade, dem Amsterdamer Christopher Street Day, mit einem Gay and Lesben Youngsters Boat teilzunehmen. Als die Medien von Dennys Plänen Wind bekommen, wird er zu einem kleinen Promi, einem Prominenten, und seine Vorbereitungen werden in einigen Zeitungen veröffentlicht. Ja, ich sage mal so, wenn sich ein junger Mensch zu Jesus Christus bekehrt, wird es in keiner Zeitung veröffentlicht. Aber wenn so jemand sich outet, das wird überall propagiert. Merkt ihr, wie der antichristliche Zeitgeist herrscht, wie wir in der Endzeit leben, wo
die Werte Gottes ins Gegenteil verdreht werden. Nächstes Bild bitte. Ihr seht hier die Agenda 21, wie so alles vernetzt ist, auch im Schulsystem, Gentechnologie, Biotechnologie, Gesundheit, Bevölkerung, Frauen, eine Welt, die One-World-Ideologie, auch im Bereich der Ökumene, der Religionen, die alle zusammengeführt werden sollen, biblisch gesprochen die Hure Babylon, die sich herausbildet. Ihr könnt gleich weitermachen. Nächste. Und hier eine sehr interessante Figur, habe ich selber fotografiert, und zwar vor dem Europaparlament in Straßburg. Da steht kein Kreuz, nicht das Symbol des Christentums mitten in Europa, sondern eine Gender- oder Genderfigur. Das sind zwei Wesen, die nicht zu erkennen sind, ob es Mann oder Frau ist, ein Becken wie eine Frau, aber oben keine Brüste, und die sind ineinander verschlungen, kopulierend. Und das ist praktisch das Symbol, nicht, für das Europa, die Gleichheit der Geschlechter. Kein Kreuz, kein Jesus Christus, stattdessen dieser Mensch, der sich selber neu definieren soll, letztendlich der Mensch, der sich selber in den Thron Gottes setzt und sagt, ich bin Gott, ich bestimme selber mein Wesen, ich schaffe selber Menschen im Reagenzblas, ich bilde selber Cybermenschen, ja, halt Mensch, halt Computer, um ewig zu leben. Ich schaffe selber Mischwesen, Chimären, aus Mensch und Tier und übernatürlichen Intelligenzen. Alles das kommt jetzt in dieser schönen neuen Welt. Ich sage manchmal, ich bin froh, dass ich schon so alt bin, was da alles auf uns zukommt, auf unsere Kinder. Wir können da nur wirklich für sie beten. Weiter. Und da seht ihr so einige Filme gegen Intoleranz. Ich habe es gerade schon erzählt. Das kann man jetzt wahrscheinlich nicht so gut lesen, aber links steht zum Beispiel Erwartungen an eine Geschlechterrolle, Stereotype in Liebesbeziehungen, Regenbogenfamilien, Homophobie, Coming Out, Outing und so weiter. Und dann die Filme, je nachdem, ob sie es aufgreifen, haben sie dann immer so noch so ein kleines Kreuzchen bekommen. Ne? Als Christ bedrückt mich vor allem die Tatsache, dass insbesondere die Partei Die Grünen, aber auch andere sozialistische Parteien, die Grünen, ich habe es gestern auch erklärt in meinem Vortrag über die Grünen, sind ja von Anfang an unterwandert worden von Kommunisten, Sozialisten und Neomarxisten. Die echten Grünen sind kurz nach der Gründung der Grünen 1980 in Karlsruhe ausgetreten und haben eine eigene konservative grüne Partei, die ÖDP, gegründet in Deutschland. Und deshalb sind heute hauptsächlich Veränderungsagenten in den Grünen, die eine andere Gesellschaft wollen nach diesem neomarxistischen Vorbild der Frankfurter Schule. Also grün ist an sich die falsche Farbe. Sie müssten an sich auch die Roten heißen. Deshalb können sie auch sehr gut koalieren mit allen roten Parteien, weil das ja in ihrer Natur liegt. Wenn sie wirkliche Ökologen wären, wären sie wahrscheinlich eher bei uns Christen, ja? Weil wir sollen ja die Schöpfung bewahren, laut Bibel. Also ich habe ja gestern das Thema gehabt, warum ich Umweltschützer, aber kein Grüner bin. Weil ich eben kein Roter bin in diesem sozialistischen Sinne der Gleichmacherei. Gott schuf den Menschen mit Unterschieden als Mann und Frau. Das ist kein Sozialismus in diesem Sinne der Geschlechtsverwischungen. Aber diese Rot-Grünen, muss man besser sagen, keine echten Grünen, in ihren Programmen lehnen ja im Wesentlichen die 10 Gebote ab. Sie propagieren die sexuelle Revolution. Und in meinem Heimatland Baden-Württemberg gab es eine Riesendiskussion wegen dem Bildungsplan. Da standen Sachen drin, in 5 Leitprinzipien, da war überall angehängt ein Abschnitt, der überschrieben war, zusätzlich zu berücksichtigen unter dem Gesichtspunkt der Akzeptanz sexueller Vielfalt. Und das sollte in allen Leitprinzipien im Unterricht berücksichtigt werden. Immer die sexuelle Vielfalt hineinkommen, lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, intersexuell, queer und diese Dinge, LSBTIQ. 2013 war das veröffentlicht, 2015 gab es dann eine Petition dagegen, die sehr erfolgreich war, mit fast 200.000 Unterschriften. Es gab Demonstrationen dagegen und dann ist man etwas zurückgerudert. Nicht ganz, aber doch etwas zurückgerudert. Und das ist auch gut so. Wir waren selber auch bei diesen Demos für die klassische Ehe und Familie. Und ich will euch jetzt nicht erzählen, wie wir da angegriffen wurden von Antifa und anderen Kreisen. Die haben auch zum Teil unsere Kinder angegriffen, die bei der Demo dabei waren. Und wir mussten uns da schützend vor sie stellen. Die Polizei war natürlich dann auch da, aber bei der ersten Demo, da gab es schlimme Vorfälle. Da war die Polizei zu dünn besetzt und da wurden also auch viele Menschen verletzt. Ja, jetzt kommen wir zum Teil, was können Christen oder was können wir als Christen tun? Ich gehe davon aus, dass die meisten, ich freue mich, dass so viele hier sind, dass die meisten von uns
Christen sind. Nun zunächst mal sehen, was die Bibel dazu sagt. Die Bibel sagt ganz klar, dass das nicht richtig ist, dass der Mensch zwar gleichwertig, aber nicht gleichartig ist, Mann und Frau. Und die Einehe richtig ist zwischen Mann und Frau. Die Polygamie wurde zwar zeitweise von Gott geduldet, aber stand nicht unter seinem Segen. Es gab immer wieder schlimme Folgen daraus, Kämpfe und Götzendienst bei Salomo, wenn wir das in der Bibel nachlesen. Und auch Lesbianismus, Homosexualität wird in vielen Stellen kritisch beurteilt von Gott, etwa in 3. Mose 18, Römer 1, 1. Korinther 6 und anderen. Wir können beten für die Verantwortlichen, wir können reden mit den Verantwortlichen, also auch mit Politikern, auch selber in die Politik gehen, wenn das der Auftrag ist, auch entsprechende Parteien wählen, die das ablehnen, auch Petitionen unterstützen, die das ablehnen. In der Schweiz habt ihr ja die wunderbare Möglichkeit von Volksbegehren, Volksabstimmungen, was wir in Deutschland in aller Regel nicht haben, leider. Man kann mit Freunden, Nachbarn, Eltern reden über das, was ihr heute auch gehört habt, Leserbriefe schreiben, auch beten, dass sie veröffentlicht werden. Deshalb müssen die Leserbriefe wirklich ganz sachlich sein, mit Fakten, da hat man eine größere Chance, dass es auch abgedruckt wird. Petitionen habe ich schon genannt, an Demos teilnehmen und vor allem die eigenen Kinder christlich erziehen. Janet Folger schreibt in ihrem Buch Die Kriminalisierung der Christenheit, dass wir nicht den Kopf in den Sand stecken sollen, sondern aktiv hineinwirken in die Gesellschaft. Man kann sagen, es ist Endzeit, es geht sowieso alles den Bach runter. Aber Martin Luther wird der Satz zugeschrieben, ob er von ihm ist, weiß man nicht genau. Wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. In diesem Sinne, wirken, solange es Tag ist, bis der Herr Jesus wiederkommt. Wir haben einen Auftrag, unsere Kinder christlich zu erziehen, die christlichen Werte zu verteidigen und vor allem Menschen zu Jesus einzuladen, damit sie ewiges Leben bei ihm im Himmel bekommen und auch jetzt ein sinnvolles Leben haben in der Nachfolge Jesu Christi. Also Janet Folger, ich schließe mich ihrer Meinung an. Sie sagt, einwirken auch auf die Medien, soweit es noch geht, vielleicht auch eigene Medien. Wir haben auch Zeitschriften, einige, die hier sind. Es gibt EDU-Standpunkt, den ich auch dankend beziehe. Es gibt die Zeitschrift Das Signal in der Schweiz. Es gibt auch, wie heißt eure Blatt, Glaube und Kirche oder so ähnlich? Kirche und Glaube, so rum. Ernst Burger, der Präsident dieses protestantischen Vereins, ist auch hier und auch Hans Moser von der EDU. Und ich gebe auch eine Zeitschrift raus, die heißt Der schmale Weg, die könnt ihr auch beziehen. Also eigene Medien, ich habe auch einen YouTube-Kanal, wo auch dieser Vortrag erscheinen soll, so Gott will, dass wir noch viele Menschen erreichen bei den Möglichkeiten, die uns bleiben, auch über die sozialen Medien. Und das ist ja heute auch eine Möglichkeit, wo wir zum Teil die offiziellen Medien sogar gar nicht mehr brauchen, ja? Sondern durch soziale Medien kann man heute erstaunlich Menschen erreichen, die man sonst nie erreicht hätte. Und wir dürfen den Menschen sagen, dass wir die beste Botschaft haben, dass wir nur das Beste vertreten und dass die klassische Ehe zwischen Mann und Frau mit Kindern ein Segen ist, wo die Menschen wirklich glücklich werden, wo glückliche Familien entstehen, die auch eine Zukunft haben, die eben nicht am Aussterben sind, sondern wirklich auch sich fortpflanzen können und wo auch Menschen mit Gott leben können. Wenn Verfolgung kommen sollte, dann gilt, dass wir Gott mehr gehorchen müssen als den Menschen. Jesus an erster Stelle. Das habe ich in meinem Buch Kommt Christenverfolgung in Europa ausführlich dargestellt. Nämlich, dass wir, wenn wir Jesus über alles lieben, nur dann in Verfolgung standhalten können. Er muss die Priorität in unserem Leben haben. Und wenn sie uns Redeverbot erteilen wollen, wie den Aposteln damals vor dem Hohen Rat in Jerusalem, in der ersten Generation der Jünger, dann gilt das, was sie gesagt haben, eben, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Da, wo ganz klar etwas, und selbst wenn es ein Gesetz sein sollte, gegen Gottes Wort steht, dann gilt es aber, Gott mehr zu gehorchen. Zum Beispiel, wenn sie uns Mission verbieten würden, wir werden trotzdem missionieren. Wenn sie sagen, ihr müsst homosexuelle Beziehungen trauen, können wir es als wirklich bibeltreue Christen nicht tun. Wir können Seelsorger nicht helfen, aber sie nicht verheiraten. Es geht nicht. Ja, bei aller Freundlichkeit zu diesen Menschen, aber das können wir nicht tun. Und wenn wir von Jesus nichts mehr reden dürfen, müssen wir es trotzdem tun. Aus Liebe zum Herrn und zu den verlorenen Menschen, damit sie gerettet werden. Jetzt abschließend, nicht erschrecken, es kommen jetzt noch 20 Punkte. Habt ihr noch ein bisschen Kraft?
Ich bin ja noch bis morgen Mittag da. So Gott will, werde ich morgen früh auch im Gottesdienst hier mit euch sein. Und da werden wir auch uns nochmal sehen. Und jedenfalls 20 Leitlinien für eine christliche Erziehung. Das möchte ich am Schluss noch uns mitgeben. Ich bin jetzt auch kein perfekter Erzieher, aber so aus der Erfahrung auch von mir und anderen möchte ich noch ein paar Dinge uns am Schluss sagen. Wie kann eine christliche Erziehung praktisch aussehen? Das Erste, seien Sie Ihren Kindern ein glaubwürdiges Vorbild als Christ. Das ist das Erste. Schenken Sie ihnen Ihre Liebe und leben Sie auch, was Sie Ihren Kindern sagen. Denn die lesen viel mehr ab, wie wir leben, als das, was wir ihnen anpredigen, sozusagen. Beobachten uns. Ich weiß, wir sind alle nicht perfekt, aber auch schön, wenn wir um Vergebung bitten können, wenn wir doch versagt haben, vielleicht mal zu streng waren oder auch zu lasch waren in der Erziehung, dass wir auch da glaubwürdig sind. Zweitens, ich will das nicht so ausführlich machen aus Zeitgründen, beten Sie jeden Tag für Ihre Kinder. Gerade wenn Sie auch in die Schule gehen, in den Kindergarten, damit sie bewahrt werden vor den vielen negativen Einflüssen, die heute auch da sind. Beten Sie aber vor allem, dass Sie früh zur Bekehrung und geistlichen Wiedergeburt gelangen und damit Sie auch die Geister unterscheiden können und merken, selber merken, das ist nicht gut, das gefällt Jesus nicht, da sollte ich mich fernhalten. Drittens, erzählen Sie Ihren Kindern von klein auf biblische Geschichten, damit sie nicht diese ganzen okkulten Dinge, die es heute so in der Welt gibt, konsumieren, sondern wirklich gestärkt sind durch biblische Vorbilder, eines David, eines Daniel, also alles, was da auch an Positivem steht, dass sie das verinnerlichen. Wobei die Bibel realistisch ist, da werden auch die Schwächen der biblischen Personen nicht verschwiegen. Es sind keine Märchen, sondern es sind wirkliche Ereignisse, die die Bibel uns berichtet. Viertens, halten Sie mit Ihren Kindern von klein auf tägliche Hausandacht. Wir haben das von früh auf praktiziert, bevor sie zur Schule gehen. Da gibt es gute Andachtsbücher für Kinder. Mittags nach dem Mittagessen nochmal eine Andacht und abends auch Gebete, wenn sie zu Bett gehen. Dann können sie auch friedlich schlafen. Sie wissen, ich bin in Jesus geborgen. Singen Sie mit Ihren Kindern gute christliche Lieder. Und zwar solche, die den Geist und das Herz ansprechen. Es gibt auch andere, die empfehle ich nicht. Sechstens, reden Sie viel mit Ihren Kindern und vor allem hören Sie ihnen auch aufmerksam zu, vor allem wenn sie von der Schule kommen. Man muss die Kinder dann sozusagen abfangen in ihre Gedanken, wenn sie selber reden und erzählen. Ich habe manchmal auch gefragt, wie war es jetzt und so, und da kam gar nichts. Aber wenn sie selber anfangen zu erzählen, dann wirklich ein offenes Ohr haben. Dann kann man auch ihnen helfen. Siebtens, unternehmen Sie viel mit Ihren Kindern. Überlassen Sie die Kinder nicht dem meist negativen Einfluss der modernen Medien mit ihrer verführerischen Scheinwelt. Deshalb viele Ausflüge in die wunderbare Schöpfung, gerade auch hier in der Schweiz. Ja, wunderbar hier, ihr seid hier reich gesegnet. Auch wir, ich wohne ja im Schwarzwald. Also da kann man wunderbare Ausflüge machen mit dem Fahrrad, zu Fuß und wie auch immer. Auch Familienfeste, Gemeindefeste. Es gibt viele Anlässe, wo die Kinder positive Erlebnisse für ihr Leben mitbekommen können. Achtens, erklären Sie den Kindern den verantwortlichen Umgang mit den modernen Medien. Sie wachsen in diese Welt hinein, sie müssen damit umgehen können, wir können sie nicht von allem abschirmen. Aber wichtig ihnen zu sagen, guck, auf den Medien, da kannst du viel Gutes machen, aber es gibt auch viel Böses. Und dass sie einfach merken, da sind Gefahren. Und dass sie wachsam sind und auch wir wachsam sind und auch kontrollieren, was da läuft, gerade bei Kindern, die noch nicht volljährig sind. Dann das Neunte, spielen Sie mit Ihren Kindern gute, altbewährte Spiele als ganze Familie. Da meine ich jetzt nicht Computerspiele, sondern auch Spiele im Garten, Spiele auf dem Tisch, Brettspiele, Mensch, ärgere dich nicht, Schach und was es alles gibt, ja. Das ist sehr schön, auch die Siedler von Catan und Monopoly und es gibt ja viele Spiele, die wir Älteren noch kennen. Das sind schöne Gemeinschaftserlebnisse. Zehntens, lesen Sie die Schulbücher Ihrer Kinder. Jetzt nicht von vorne bis hinten, aber mal reingucken, wo kommen da Hexen, Zauberer, Monster, unzüchtige Sachen vor. Und dann auch mit den Lehrern und Lehrerinnen reden. Muss das sein? Könnt ihr das nicht abfangen? Auch christliche Schulen müssen zum Teil die staatlichen Bücher einführen, überwiegend sogar. Aber auch da kann man dadurch gegensteuern im Unterricht und sagen, das sehen wir anders. Wir glauben nicht an diese Evolutionsjahrmillionen oder
andere Korrekturen, die christliche Lehrer auch geben können. Elftens, seien Sie konsequent und halten Sie Ihre Kinder fern, wenn an der Schule Veranstaltungen laufen, an denen Christen nicht teilnehmen können. Was könnte das zum Beispiel sein? Ist jetzt bald wieder soweit? Etwa einen Monat? Halloween, ein Geisterfest, ja, wo regelrecht Geisterveranstaltungen durchgeführt werden. Mit okkulten Dingen sollen wir nichts zu tun haben. 5. Mose 18, Verse 9 folgende und viele andere Stellen warnen davor. Da muss man fragen, ob man die Kinder nicht beurlauben kann, wenn es in der Schule an diesem Tag die ganze Zeit so abläuft. Oder auch Fasching kann auch viel Okkultismus laufen, okkulte Theaterstücke und Filme wie etwa Krabat oder Die kleine Hexe. Es kommt übrigens alles von einem Autor, Ottfried Preußler, der selber zugibt in einem Interview, dass man da in Verbindung mit Satan stehen muss, wenn man über diese Dinge schreibt. Ich habe das in meinem Buch Alarm um die Kinder, was jetzt leider schon vergriffen ist am Tisch, da habe ich einiges darüber geschrieben. Aber da gucken, dass man die Kinder möglichst nicht einfach in die Gefahr hineinlaufen lässt. 12. Melden Sie Ihre Kinder, falls möglich, bei einer biblisch klarstehenden christlichen Schule an. Ich habe geschrieben, biblisch klarstehen, weil auch nicht jede christliche Schule biblisch klarsteht. Auch da muss man natürlich aufpassen und auch versuchen, positiven Einfluss zu nehmen als bibeltreue Eltern. Aber christliche Schulen sind in der Regel immer noch besser als eine staatliche Schule, wo es keine biblische Orientierung mehr gibt. Es gibt auch manchmal noch auch staatliche Schulen, wo noch gute, klare Lehrer und Lehrerinnen tätig sind, Schulleiter. Muss man einfach vor Ort sehen, wie die Lage ist, auch was Kindergarten angeht. Wir haben zum Beispiel die Kinder zuerst auch in einem staatlichen Kindergarten gehabt und haben auch mit den Erzieherinnen geredet. Und da waren die Mandalas zum Beispiel schon gar nicht mehr da. Da waren vor uns schon christliche Eltern, die das stoppen konnten. Das war ganz gut. Und ja, einfach schauen, wie die Lage ist. 13. Punkt. Klären Sie Ihre Kinder auf, bevor andere es tun. Auf Schulhöfen und so weiter, da werden sie in massiver und unguter Weise aufgeklärt über die Sexualität. Besser ist, wenn man rechtzeitig merkt, jetzt ist es soweit, jetzt müssten wir den Kindern das erklären oder vielleicht auch ein gutes Buch in die Hand geben. Es gibt auch einen Schweizer Verlag, einen Nehemia Verlag, der hier einige gute Bücher für die Frühaufklärung herausgegeben hat. Der Titel fällt mir uns nicht gerade ein, ich glaube Stark im Herrn oder Schön im Herrn oder so ähnlich für Jungs oder Mädchen. Also da kann man gute Literatur ihnen geben. Ja, dann 14. Punkt. Nennen Sie Ihren Kindern Argumente, wenn sie ihnen etwas verbieten. Natürlich, bei kleinen Kindern muss man sagen, das darfst du jetzt nicht machen, kann man nicht alles erklären, aber sobald sie Verständnis haben, muss man ihnen auch Argumente geben. Ja, wenn man zum Beispiel sagt, in diesem Film solltest du lieber nicht gehen. Ja, warum nicht? Da gehen doch alle hin, kommt ja dann so das Argument. Ja, da kommen Hexen vor, da kommt sehr blutige Gewalt vor, das tut deiner Seele nicht gut. Einfach zumindest solche Argumente mitgeben. Dann 15. Positiv gesehen, jetzt nehmen Sie Ihre Kinder mit in Ihre christliche Gemeinde. Es sollte eine bibeltreue Gemeinde sein, keine Gemeinde, wo sowieso alles in Frage gestellt wird, wie es heute leider oft ist. Eine wirklich bibeltreue Gemeinde, die Gottes Wort ernst nimmt, in der der Herr Jesus und sein unverfälschtes Wort im Mittelpunkt stehen. Dort können Kinder einen Raum der Geborgenheit, des Friedens und der Freude erleben, in dem sie für den Alltag auftanken können. 16. Achten Sie darauf, dass Ihre Kinder viel Kontakt zu anderen Kindern aus christlichen Familien haben. Gerade Jugendliche orientieren sich nicht so sehr an den Eltern, sondern an den Gleichaltrigen. Man spricht soziologisch von dem Peer-Group-Phänomen, die gleichaltrigen Bezugspersonen. Und deshalb ist wichtig, dass sie gerade in der Gemeinde in einen Jugendkreis gehen, in eine Teenie-Gruppe und so weiter, wo auch andere Kinder aus gläubigen Familien sind. Die sind nicht alle gläubig und wiedergeboren, aber es sind zumindest Kinder aus gläubigen Familien, wo noch andere Werte herrschen. Und es gibt auch immer einige Bekehrte dabei, und die dann ein Vorbild sind und auch der Jugendleiter, der Kidsleiter und so weiter, die können dann auch helfen, dass die Kinder früher oder später auch zur Bekehrung kommen, wenn es Gott schenkt natürlich, und auch in der christlichen Nachfolge wandeln.
Mit den nichtchristlichen Familien muss man den Kontakt nicht einfach abbrechen in den Schulen, aber man muss darauf achten, wenn zum Beispiel die Kinder eingeladen sind, was da angeschaut wird zusammen. Da kann man auch sagen, wir sind Christen, wir wollen nicht, dass unsere Kinder irgendwelche gottlosen Filme dort schauen oder solche Spiele machen. 17. Punkt, ich hoffe, ich habe keinen vergessen, ja. Korrigieren Sie Ihre Kinder, wenn sie sich in Gefahr begeben. Es gibt manchmal so diese Laissez-faire-Erziehung, wo man sagt, ja, das reguliert sich alles von selber, ist aber nicht so. Kinder brauchen klare Leitlinien. Das ist auch, wenn wir Auto fahren, das sind oft Leitplanken, gerade da, wo es gefährlich wird. Und so ist es auch im Leben, wenn die Eltern ihnen nicht aus ihrer Erfahrung und vom Wort Gottes her sagen, da ist eine Grenze, über die darfst du nicht hinausgehen. Und wenn du ausgehst als Teenager, du musst um 22 Uhr zu Hause sein, ja, und guck, dass du nicht allein heimläufst und so weiter. Da muss man schon klare Linien setzen. Als Beispiel jetzt. 18. Punkt, wir sind gleich jetzt auch zu Ende. Geben Sie Ihren Kindern Zeugnis von Ihren Erfahrungen mit Gott, dass wir ein fröhliches Leben mit dem Herrn Jesus führen. Ich zum Beispiel erzähle auch immer wieder, wenn Menschen sich bekehrt haben, auch bei Missionseinsätzen oder auch manche positiven Erlebnisse, die ich bei Reisen habe, dass sie einfach sehen, ja, das ist wirklich schön und wertvoll, dieses Leben mit Jesus Christus. Da kann man geistlich wachsen und man kann wirklich Frieden haben im Herzen, einen Sinn im Leben haben. 19. Punkt. Achten Sie darauf, dass Ihr Eheleben in Ordnung ist. Nur wenn Vater und Mutter einander von Herzen lieben, werden auch die Kinder ein positives Vorbild von einer christlichen Familie für ihr eigenes Leben empfangen. Wenn natürlich dauernd Streit ist, dauernd dicke Luft, ist das für Kinder nicht so attraktiv. Ja, und die wollen beide Christen sein und streiten doch ununterbrochen. Natürlich hängt Ehe immer von zwei Personen ab und es ist nicht immer einfach, auch in christlichen Ehen nicht. Das ist bekannt. Aber wir haben ja die Kraft als Christen einander zu vergeben. Und ich sage immer, wenn Jesus dazwischen tritt, dann muss jeder Streit irgendwann enden. Ja, dass wir sagen, Herr Jesus, hilf du, dass wir einander vergeben können, dass wir uns wieder in die Augen schauen können und dass wir den anderen höher achten als uns selbst. Und wenn die Ehe doch gescheitert sein sollte, dann ist auch wichtig, dass man den anderen Elternteil nicht permanent vor den Kindern schlecht macht, denn auch das wirkt sich nicht gut auf ihre Entwicklung aus. Ja, das möchte ich einfach auch sagen. Bitten Sie Gott, dass er Ihre Bitterkeit wegnimmt und Sie Ihren Kindern trotzdem ein Vorbild sein können, auch als alleinerziehender Elternteil, indem Sie sich Liebe und Vergebungsbereitschaft von Gott, dem Herrn, erbitten. Und der 20. Punkt. Die oberste Richtschnur jeder christlichen Erziehung sollte folgendes Wort aus der Heiligen Schrift sein, mit dem ich schließen möchte. Aus 5. Mose 6, Verse 4 bis 9. Das Schema Israel, wer das kennt. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Wer schon mal in Israel war, der sieht, die Juden machen das wortwörtlich. Die binden sich was an die Hand oder an die Stirn und machen die Mesusa an die Türen. Kann man auch machen, ja. Aber ich denke, es ist hier geistlich gemeint, dass man wirklich das Wort Gottes im Herzen trägt und es auch so an die Kinder weitergibt, dass man es ihnen vorlebt. Ja, so habe ich jetzt zum Schluss noch versucht, positive Hinweise für eine christliche und glückliche Ehe und Familie zu geben. Es ist ja ein negatives Thema gewesen, nicht einfach, zum Teil auch lächerlich, gerade wenn man den Anfang denkt, diese komische Anrede. Ich hoffe, jeder hat gemerkt, dass da an sich Dinge sind, die von manchen Menschen sehr ernst genommen werden, die aber nicht wirklich ernst genommen werden können, weil sie völlig gegen die Schöpfung, völlig gegen Gottes Wort stehen. Aber der Mensch in seiner Torheit, so sagt auch die Bibel, in seiner Dummheit, er denkt sich Dinge, weil er nicht an Gott glauben will. Er denkt, dass sich die wildesten Fantasien, sie glauben eher an Märchen, an Fabeln, wonach ihnen die Ohren jucken, anstatt an das einfache Wort Gottes. Aber das Wort Gottes ist die einzige Basis, dass wir ein sinnvolles Leben haben, dass wir Geborgenheit haben, dass wir wieder glückliche Familien bekommen und dass wir eine himmlische Hoffnung haben dürfen durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen.
Ich möchte einladen noch zum Gebet. Wir werden dazu stille. Lieber Herr Jesus Christus, du hast auch gesehen, was heute alles abläuft. Und in deinem Wort, allmächtiger Gott und Vater, ist es vorausgesagt. Und so wundern wir uns nicht, dass wir in dieser endzeitlichen Entwicklung manches miterleben müssen, was wir überhaupt nicht verstehen können, dass Menschen so etwas glauben wollen. Ja, es ist eine Art von Aberglauben. Glaube an den Menschen statt an Gott. Glaube an die Selbsterschaffung des Menschen. Herr, wir bitten dich für die Menschen, die in diesem Aberglauben gefangen sind, dass du sie herausziehst, dass du viele, Herr, rettest aus ihrer Verlorenheit und Verblendung und dass du sie zu fröhlichen Gotteskindern machst. Hilf auch uns, dass wir und unsere Gemeinden gewappnet sind gegen diese Entwicklungen und dass wir dich, Herr Jesus, von Herzen lieben und das Ziel erreichen, bei dir zu sein in der himmlischen Herrlichkeit. Amen. Jetzt stelle ich zum Schluss noch einige Bücher vor. Das erste, was wollen die Grünen wirklich? Entstehung und Programm der Grünen kritisch analysiert. Darin wird die Entstehung der Grünen dargestellt und auch ihre Programmatik kritisch beleuchtet. Es ist ja keine Umweltschutzpartei, wie viele denken, sondern es sind neomarxistische Ziele, auch die Genderideologie. Und das wird hier analysiert und ist hier ja deutlich auch durch Zitate belegt. Das nächste Buch. EU-Superstaat, Vatikan und neue Weltordnung, bringt die Europäische Union das Ende der Freiheit. Da geht es um die Europäische Union, wo es sehr stark mit der Gender-Ideologie im Zentrum ist, nicht das Kreuz, sondern man sieht auch hier diese Figur, diese ja, nicht definierende Figur dieser zwei Personen, die vor dem Europäischen Parlament in Straßburg stehen und die neue Ideologie dieses wiederauferstehenden Römischen Reiches darstellen. Kommt Christenverfolgung in Europa, ist das nächste Buch. Da geht es über Islamisierung, Genderisierung, Zensurgesetze, totale Kontrolle und unsere Antwort darauf. Wie bereiten wir uns vor, wenn Verfolgung kommt, gerade in diesem neuen Europa? Dann ein Buch, auch speziell für Christen und christliche Gemeinden, 28 Hilfen, um Irrlehrer zu durchschauen. Wie können wir unsere Gemeinden vor falschen Propheten schützen? Anhand des Judasbriefs und des zweiten Petrusbriefs, da stehen selber diese 28 Kennzeichen und die habe ich erklärt für die Gegenwart, dass wir sehen, wo wir wachsam sein müssen, damit nicht Irrlehren und falsche Propheten in unsere Gemeinden eindringen. Und schließlich, was kommen wird, die Wiederkunft Christi, der Antichrist und die Zeichen der Zeit, eine biblische Eschatologie, das geht auf Vorlesungen zurück über Endzeitfragen, wo all diese Fragen ausführlich wissenschaftlich beleuchtet werden. Auch viele weitere Bücher, die ich jetzt hier nicht gezeigt habe, finden sich auf meiner Homepage l-grassmann.de oder auf meinem YouTube-Kanal auch zu sehen oder eben auch auf Amazon, wo man diese Titel direkt eingeben kann oder auch meinen Namen Lothar Gassmann, da findet man viele Titel. Der Herr möge jeden Leser und jede Leserin reichlich segnen.